So, willkommen zurück zur Vorlesung Aktienrecht. Wir sind beim Thema Organisationsverfassung, Unterthema Vorstand. Und da einige Ihrer Kommilitonen sagen, wir müssen viel, viel mehr Fälle machen, damit wir auf die Klausur vorbereitet sind, habe ich jetzt eine wunderbare Aufgabe für Sie. Sie haben doch sicher alle Papier und Bleistift dabei oder Kugelschreiber. Ja. Und jetzt schreiben Sie einfach mal einen Zettel mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, das wird spannend. Ne? Jetzt fragen Sie sich, was wird das, eine mysteriöse Aktion? Sie werden gleich staunen, was da passiert. Das hat einen didaktischen Sinn. Es reicht auch ein halbes Blatt. Also Sie brauchen da, man kann das auch vierteln und achteln und sechzehnteln. Und außer Sie haben einen langen Namen, brauchen Sie mehrere Blätter. Also Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Genau, Vorname, Nachname, E-Mail. Mehr brauche ich nicht. Keine Matrikelnummern. Von mir aus auch ein Pseudonym, wenn Sie unbedingt Pseudonym arbeiten wollen. Sie können schreiben, ich heiße Karl der Große oder Robin Hood oder was auch immer. Seien Sie kreativ oder auch nicht. Hm? Das wollen Sie noch nicht wissen, denn sonst machen Sie das nicht. Dann möchten Sie es erst recht wissen. Das ist ein Doppel-Anonymisierungssystem. Dann ändern Sie schnell Ihren Namen. Es ist ja nur in Ihrem Interesse. Sie wissen, ich tue alles nur für Sie, damit Sie in der Klausur hinterher 18 Punkte machen. Jeder von Ihnen soll die Chance auf 18 Punkte haben. Ja, dann. Wer diesen Zettel schreibt, hat die 18 Punkte quasi sicher. So, dann sammle ich diese Zettel jetzt ein und werde die zufällig mischen. Jetzt werden Sie gleich staunen. Jetzt fragen sich alle, was ist der didaktische Sinn dahinter? Das ist ganz neu, ein neuer Trend in der Hochschuldidaktik, den ich mir spontan entwickelt habe. Gut mischen. Wir sammeln das, mischen das, mischen das. Wenn die Zettel gleich groß wären, wäre es natürlich noch einfacher. So ist natürlich etwas schwer mit dem Zufall. Wer nicht abgibt, hat verloren. Datenschutzverstöße auf Video aufgezeichnet. So, ich habe jetzt hier ganz viele Zettel. Jetzt werden Sie staunen, das ist ein Zaubertrick. Ach, da ist noch einer. Ja, ja, Sie werden jetzt durchgefallen. Da hinten sind auch noch welche. Das sind doch mehr, als ich dachte. Das sind doch zu viele. Dass ich die alle in der Hand halten kann. So, alle Zettel eingesammelt. Jetzt kommt die schlechte und die gute Nachricht. Also, Sie wollten mehr Fälle machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir jetzt hier ganz, ganz, ganz viele Fälle machen. Mehr Fälle, als jemals in der ganzen Welt im Aktienrecht bearbeitet worden sind. Wir werden jede Stunde mindestens 5, wenn nicht sogar 6 Fälle machen, damit Sie perfekt auf die Klausur vorbereitet sind. Nun ist es aber ein praktisches Problem. Natürlich kann ich Ihnen alles Mögliche erzählen. Sie wissen ja immer noch nicht, was Sie in der Klausur schreiben müssen, weil Sie dann immer noch verwirrt sind und sagen, ich habe es alles nicht mitschreiben können, der redet immer so schnell. Das Video ist mir zu langweilig und alles Mögliche. Deshalb haben wir jetzt ein neues didaktisches Konzept entwickelt. Und zwar jede Woche werden 5 Leute von Ihnen ausgelost nach einem Zufallssystem, die jeweils für einen Fall eine ausformulierte Lösung schreiben müssen. Och, scheiße. Und die gute Nachricht ist, ich gucke mir diese Lösung dann an und korrigiere die und stelle die korrigierte Lösung online, damit Sie sehen, wie man diese Fälle alle perfekt löst. Am Ende der Vorlesung haben Sie dann, weiß ich nicht, 50 Lösungen und vielleicht kommen ja so ein paar von diesen Fällen auch so in der Klausur dran. Das heißt, Sie wissen dann schon ungefähr, was Sie so in der Klausur schreiben können.
Das heißt, es ist für Sie eine Win-Win-Situation. Sie kriegen A, einerseits ausformulierte Lösungen und B, werden Sie auch zwangsläufig selber mal dazu verpflichtet, die Lösung aufzuschreiben, was Sie ja sonst nie machen können. Und es wird immer korrigiert und mir spart es die Arbeit, dass ich mir für jedes Ding 40 Lösungen angucken muss und umgekehrt spart es mir auch die Mühe, dass ich hier irgendeine Lösung ausdenke und hinterher alle sagen, ja, aber das ist ja eine blöde Lösung, so geht das ja gar nicht. Also für alle Beteiligten ein Optimum an Wiederholung. Einverstanden? Jetzt traut sich keiner, was zu sagen. Gut, wie gesagt, ich habe für heute eine ganze Reihe Fälle vorbereitet und wir fangen an mit einem spannenden Aufwärmfall. Ich würde sagen, das ist so der Einstiegsfall für heute. Es geht nämlich um A, B und C, die gemeinsam eine Aktiengesellschaft gründen wollen. Der A ist Informatiker und hat keinerlei angespanntes Kapital, auf jeden Fall Kapitel. Kapital, Autokorrektur wahrscheinlich. B und C wollen aber in keinem Fall auf eine Beteiligung des A verzichten. Deshalb soll A sogar mit 25% an der Gesellschaft beteiligt werden. A, B und C überlegen daher, ob A eine Verpflichtung zur Erbringung seiner Dienste einbringen kann oder A seine künftigen Ansprüche gegen die AG auf Zahlung eines Arbeitsentgelts einbringen kann oder A die Einlageschuld zunächst als Darlehen gestundet werden kann. Prüfen Sie gutachterlich, wie eine Beteiligung des A erfolgen kann und welche Pflichten ihm mindestens auferlegt werden müssen. Das ist eine schwierige Frage, weil es eine rechtsgestalterische Frage ist. In den meisten Klausuren müssen wir entscheiden, hat jemand einen Anspruch? Hier müssen die jetzt prüfen, was kann man tun? Ja, dazu müssen wir erstmal überlegen, wie wird man Gesellschafter einer Aktiengesellschaft? Was muss man tun, um Aktionär zu werden? Wo gucken wir da im Aktiengesetz? Ja. Also wenn man Gründer, also die Gründer übernehmen nach 29 die Aktien. Ja. Und müssen im Gegenzug ihre Einlage leisten. Ja, woher wissen wir, dass wir die Einlage leisten müssen? Das steht zum Beispiel in Norwegen. Achso, nee, warte. Ja. Sehr gut. Ja, 36a. Sie müssen die Einlage leisten. In der Tat, gut. Also, in der Tat, damit er Gesellschafter wird, muss er nach 36a eine Einlage leisten. Gut, wie hoch muss diese Einlage sein? Können wir es in Euro beziffern? Mindestens. Wie viel müssen diese Aktien mindestens wert sein? Wir haben hier keine Angaben zu irgendwelchen Zahlen, aber können wir abschätzen, was die niedrigste denkbare Beteiligung ist für jemanden, der mit 25% an einer AG beteiligt sein will? Die niedrigste rechnerische Beteiligung in Euro. 12.500. Wie kommen Sie auf 12.500? Wie kommen wir auf diesen Betrag? Also wir haben ja 50.000 Euro Mindestkapital, wir haben ja. Drei Leute. Ja, wir haben drei Leute, aber der eine soll mit... 25. Genau. Also das Mindestkapital ist 50.000, das heißt mit 50.000 kommt man insgesamt hin und wenn wir ein Viertel davon aufbringen müssen, sind wir bei 25.000. Soweit, so gut, aber jetzt haben wir hier im Sachverhalt das Problem, der hat keine 12.500, also ohne 12.500 wird es schwierig. Jetzt, was kann man tun? Wir haben hier erstmal drei Vorschläge, gehen wir mal Vorschlag 1 durch, der sagt, okay, ich verpflichte mich, 5 Jahre lang für die AG zu arbeiten. Ich bin Top-Informatiker. Das ist schon mehr wert hier als 12.500. Also in der Satzung kann vereinbart werden, dass statt Geldeinlagen Sacheinlagen gebracht werden können. Dazu zählt die Dienstleistung aber nicht gemäß 27 Absatz 2. Ja,
27.2 sagt, ich kann alle bewertbaren Sachen einbringen, aber Dienstleistungen sind ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, ich kann nicht vereinbaren die Verpflichtung zur Dienstleistung als eine Sacheinlage. Die Variante A scheidet damit also aus. Ich muss irgendwie Geld oder einen bewertbaren Gegenstand einbringen. Dienstleistungen gehören ausdrücklich nicht dazu. Gut, er sagt aber, ich bringe meine künftigen Ansprüche gegen die AG auf Zahlung eines Arbeitslohnes ein. Was ist der Unterschied zur ersten Aussage? Er bringt ja nicht seine Dienstleistung ein, sondern einen Anspruch auf Geld. Ja, er bringt einen Anspruch auf Geld ein. Klingt auf den ersten Blick ganz gut. Kann man Ansprüche auf Geld einbringen? Wenn ich sage, ich habe einen Bekannten, der schuldet mir 1 Million, das bringe ich als Einlage ein, einen Anspruch gegen meinen Bekannten auf 1 Million. Kann ich das machen? Kann ich Ansprüche gegen Dritte einbringen als Einlage? Ist das ein bewertbarer Gegenstand im Sinne von 27 Aktiengesetz? Ja. Frage, ist das hier was anderes? Er bringt seinen Anspruch auf Zahlung eines Arbeitslohnes gegen die AG als Einlage ein. Warum ist das nicht ganz so einfach wie ein Anspruch gegen einen Bekannten, der ihm noch 1 Million schuldet? Oder Anspruch gegen eine Bank? Dann haben wir im Grunde die Umgehung von der Variante A. Wenn er nämlich einfach nur den Anspruch gegen auf sein Geld einbringt, hat er im Grunde den Wert seiner Dienstleistung eingebracht und die Dienstleistung soll nach dem Gesetz ja gerade nicht einlagefähig sein. Das heißt, wir haben eine Umgehung des Einlageverbots für die Dienstleistung. Das heißt, das geht auch nicht. Ich werde sozusagen unentgeltlich tätig, genauso wie ich bringe meine Tätigkeit ein. Aber das künftige Anspruch, der eingebracht wird, ist kein Problem. Das ist kein Problem, wenn die sicher sind hinreichend. Also wenn Sie sozusagen jeden Monat Miete kriegen für eine Wohnung zum Beispiel, dann können Sie sagen, ich bringe meine Mietforderungen für die Monate, was weiß ich, Dezember bis März ein. Die müssen halt nur hinreichend bestimmt und sicher sein, das ist dann kein Problem. Das ist ja häufiger so, dass man irgendwelche regelmäßigen Zahlungen kriegt, Lizenzgebühren oder Mieteinnahmen oder ähnliches, die kann ich selbstverständlich einbringen. Das ist halt nur die Frage, wie ich sie bewerte. Da muss ich halt sagen, Risikoabschlag, wenn es irgendwelche Risiken gibt, aber sonst, klar, kein Problem. Also, das geht auch nicht. Was mit der dritten Variante? Geht das? Also zunächst könnte das gegen 27.4 verstoßen. Ja. Danach ist eine vor der Einlage eine, also ist vor der Einlage eine Leistung an eine vereinbart worden, die wirklich eine Rückzahlung der Einlage entspricht, wäre hier drin. Und dann ist das nicht der Fall. Dann ist das nur zulässig, wenn die Leistung das wissen wir jetzt in dem Fall nicht so ganz, es könnte aber auch egal sein, wenn sowieso nach 71a das Ganze nicht zulässig ist. Mhm. Und danach ist ein Darlehen für die rechtliche Regulierung eines Darlehens zum Zweck des Erwerbs von Aktien zum Gegenstand ist wichtig und davon würde ich hier danach. Ja, in der Tat, hier ist das Darlehen nichtig. Weil es ist nach 71a nicht möglich, dass die Gesellschaft Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs von Aktien an sich selber finanziert. Das geht also auch nicht. Gut, jetzt haben wir gesehen, die drei Wege, die Sie sich überlegt haben, gehen alle nicht. Heißt das jetzt, eine AG in dieser Konstellation kann auf keinen Fall so gegründet werden? Die haben also Pech gehabt. Eine AG unter Beteiligung von A ist praktisch nicht konstruierbar. Was würden Sie denen raten? Wie machen Sie das? Man könnte ja zunächst überlegen, ob er mit, also mit Drittmitteln, also sich ein Darlehen bei der Bank gesagt und dann das einzahlt, weil wäre es ja. Ja, das wäre eine schlaue Überlegung. Jetzt frage ich Sie nur rein aus der Lebensperspektive: Glauben Sie, dieser Mensch würde ein Darlehen bei einer Bank kriegen? Warum würde er kein Darlehen bei der Bank kriegen? Ziemlich offensichtlich.
Wenn er nicht mal 12.500 Euro aufbringen kann, dann wird ihm auch keine Bank Geld geben. Also das wird nicht klappen. Oh, sagen, heutzutage kriegt jeder Geld, aber nein. Bei Zeiten der Strafzinsen sind die Banken kreditfreudig. Ganz im Gegenteil, nach der Bankenkrise sind die eher vorsichtig. Ja, also Drittmittel, schwierig. Was würden Sie tun? Sie sind jetzt, sagen wir mal, der Rechtsberater von A, B und C und wollen, dass diese AG gegründet wird. Die sagen Ihnen, das muss, wir wollen hier groß einsteigen, wir haben das Neueste vom Neuesten im Internet entwickelt, wir sind Facebook 2.0, wenn wir jetzt nicht auf den Markt kommen, dann gehen uns Milliarden durch die Lappen. Und Sie sagen, ja, ist halt blöd. Was würden Sie raten? Ja, das ist in der Tat die naheliegende Konstellation, dass nämlich B oder C ihm das vorfinanzieren. Dem gegenüber kann er sich nämlich verpflichten, seinen Arbeitslohn abzutreten, das heißt die Variante B. Das heißt, im Innenverhältnis zwischen den Gesellschaftern kann er das so refinanzieren. Das heißt, die Konstellation wäre, B zahlt nicht seinen Anteil, sondern B zahlt 12.500 plus seine eigene Beteiligung an der AG, überträgt dann die Aktien an unseren A, oder er gibt dem A direkt 12.500, damit er die Aktien kaufen kann. Das ist kein Problem. B und C dürfen machen, was sie wollen mit ihrem Geld und lässt sich dafür die Ansprüche des A gegen die AG abtreten. Auch das ist okay, weil dass der A ein Gehalt kriegt, ist selbstverständlich und über das Gehalt kann er frei verfügen nach BGB. Das ist seine Entscheidung. Das heißt, dadurch, dass sie es übers Eck abwickeln, sozusagen ein Mitgesellschafter das Risiko trägt, kriegen sie genau das hin, was aktienrechtlich verboten ist. Ja? Das ist deshalb kein Problem, weil die AG dadurch keinen Nachteil erleidet, sondern nur im schlimmsten Fall, wenn der jetzt einen Schlaganfall kriegt und nicht mehr arbeiten kann, derjenige das Geld nicht mehr wiederkriegen kann, weil kein Lohnanspruch entsteht. Gut, dieser tolle Fall. Wer möchte diesen tollen Fall bearbeiten? Das gebe ich dann am Ende der Veranstaltung bekannt. Nein, ich schreibe Ihnen eine E-Mail, das ist der gute Trick. Das ist dann fairer, wird keiner bloßgestellt. Denn sonst sagen Sie, ach, jetzt weiß ich, für wen die Lösung ist, dann brauche ich gar nicht zu lesen. So, Fall 2. A, B und C wollen eine Aktiengesellschaft gründen. Es wird in der Notariellbeurkundungssatzung festgelegt, dass C einen Neuwagen im Werte von 20.000 Euro als Einlageleistung erbringen soll. C erwirbt tatsächlich ein entsprechendes Fahrzeug im Marktwert von 21.000 Euro, das ihn aber dank seines Verhandlungsweges nur 18.000 Euro kostet. Übergibt und beeignet das Fahrzeug dem frisch bestellten Vorstand. Im Gründungsbericht wird der Wert mit 20.000 Euro beziffert. Dies wird auch von den Gründungsprüfern bestätigt. Bevor die AG eingetragen und bekannt gemacht wird, kommt es zu einem Hagelsturm, bei dem das Auto erheblich beschädigt wird. Der Wert des Pkw beträgt nunmehr objektiv nur noch 15.000 Euro. Kann der Vorstand von C Nachzahlung von 5.000 Euro oder zumindest von 2.000 Euro in bar verlangen? Wieso kommen auf die 2.000 Euro, nur mal als Verständnisvorfrage, wo kommen die 2.000 Euro her? Das ist der Differenz zwischen Kaufpreis und Abgemachtwert. Ja, weil er tatsächlich ja nur 18.000 für diese Einlagen bezahlen musste und er sollte doch eigentlich 20.000 einbringen. Frage, was ist die Anspruchsgrundlage für diesen Nachzahlungsanspruch? Ja. Und die AG vielleicht 96a Absatz 2 Satz 1?
Ja, 36a Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz. Wenn Sie den genau lesen, sagt er allerdings erstmal nur, dass man die Einlagen erbringen muss, vollständig. Ist das Auto vollständig oder ist das nur halb? Mal rein praktisch. Welches Problem? Ja, also ich denke, also ich hätte jetzt auch den Wert des Autos abgestellt und nicht, ob der Gegenstand für mich vollständig ist. Also deswegen ist es die Frage, ob sich der Anspruch daraus ergibt, wenn eben die Leistung als nicht vollständig geleistet zu betrachten ist. Ja, lesen Sie mal den 36a Absatz 2 ganz bis zum Ende. Dann schreibt der 36a ja was zum Wert der zu erbringenden Einlage. Das heißt, wenn ich mich verpflichtet habe, einen Pkw einzubringen, heißt das nur, dass ich den Pkw komplett einbringen muss und nicht einfach das Rad vorher abmontieren darf. Oder was ich, wenn ich 5 Autos einbringen muss, kann ich nicht sagen, ich bringe heute mal 3 an, die restlichen 2 kriegst du in einem Jahr. Das heißt vollständig. Also es ist nicht zu beziehen im Sinne von, es muss werthaltig sein, sondern Vollständigkeit bezieht sich erstmal nur auf die Sachsubstanz. Also es muss so sein wie versprochen, könnte man sagen. Ja. Aber wie gesagt, wir brauchen ja erstmal eine Regelung, die sagt, wenn die Sacheinlage weniger wert ist, dann gibt es einen Nachleistungsanspruch. Ja. Ja, 27.3.3. Aber für welche Konstellation gilt der 27.3? Für die verdeckte Sacheinlage. Ist das hier eine verdeckte Sacheinlage? Nein, ist es nicht. Ganz eindeutig ist es keine verdeckte. Die haben hier in der Satzung das vereinbart. Die haben das im Gründungsbericht ausdrücklich erwähnt. Die haben das geprüft. Besser geht es kaum. Es ist also alles eingehalten, was man überhaupt machen kann bei der Sacheinlage. Gut gemacht, könnte man sagen. Wird vielleicht für zu geringwertige Sacheinlagen neu im GmbH-Gesetz analog erfüllt? Das wäre lustig, aber neu im GmbH-Gesetz analog. Oder also gibt es so ein Normenaktiengesetz? Das wäre schön, wenn es genau diese Normenaktiengesetz gäbe, aber die Sache einfach, die gibt es nicht, kann ich Ihnen gleich sagen. Ja. Ja, in der Tat, wenn die Sacheinlage überbewertet ist, habe ich meine Verpflichtung nicht erfüllt. Und die ganz herrschende Meinung sagt, wenn die Sacheinlage zu hoch bewertet ist, ist sogar die gesamte Gründung zu kippen, da gibt es keinen Nachzahlungsanspruch, sondern ist sozusagen die AG-Gründung schon unwirksam. Also wenn ich sage, die Sache ist 1.000 Euro wert, und ich habe eine Sache, die nur 500 Euro wert, dann ist sozusagen die Satzung schon fehlerhaft. Die Gegenansicht, die wohl richtig ist, macht es in der Tat so, dass sie sagt, okay, ich habe immer noch den vertraglichen Anspruch auf die Einlage in Höhe des Betrages und diese Übernahmeverpflichtung ist dann zu erfüllen und das als Schadensersatz statt der Leistung dann eben in Geld. Sie sehen also, das Problem, was bei der GmbH ausdrücklich geregelt ist mit einem verschuldungsunabhängigen Nachlassanspruch, ist im Aktiengesetz gar nicht geregelt. Sie finden dazu keinerlei Norm. Und der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber sagt, durch diese ganze Prüfung soll genau dieses Risiko vermieden werden. Und aufgefangen wird es im Regelfall dadurch, dass die Prüfer sozusagen zur Wahrheit verpflichtet sind und dann auf Schadensersatz haften, wenn sie lügen. In diesem Fall hier wäre das aber kein großes Problem. Warum kann es hier in diesem Fall weder auf 5.000 Euro noch auf 2.000 Euro hinauslaufen oder auf Nichtigkeit der Satzung?
Ja, auf welchen Wert kommt es nämlich an? Auf den objektiven Wert. Was ist der objektive Wert? Der objektive Einkaufswert liegt hier immer noch bei 18.000. Der Marktwert. Der realisierbare Wert des Gegenstandes, wenn die Gesellschaft ihn nutzen will, das heißt, wie viel die Gesellschaft ausgeben müsste, um einen vergleichbaren Gegenstand für ihre geschäftliche Aktivität zu erwerben. Und das läge dann halt bei 20.000. Wenn das Ding einen Marktwert von 20.000 hat, kann man es für 20.000 veräußern oder einen Ersatz für 20.000 beschaffen. Das heißt, es hat einen Wert von 20.000, egal wie viel für die Anschaffung ausgegeben worden ist. Er hätte es auch geschenkt bekommen, kriegen können oder erben können, das wäre völlig egal gewesen. Also der Anschaffungswert ist dabei völlig egal. Das heißt, diese 2.000 Euro gibt es auf keinen Fall. Insofern ist auch der Gründungsbericht und die Gründungsprüfung völlig richtig. Das, was da steht, ist also absolut einwandfrei. Aber das ist nicht das entscheidende Problem dieses Falls. Die 2.000 Euro kriegen wir noch hin. Das Problem ist, es sind 5.000 Euro. Dieser Hagelsturm. Im Kaufrecht würde man sagen, der Gefahrübergang findet statt mit der Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs. Aber haben wir hier einen Kaufvertrag? Frage, wer trägt denn das Risiko der Verschlechterung im Zeitraum von der Einlageerbringung bis zur Eintragung der Gesellschaft? Man sagt, dass Wertverluste nur dann zulasten der Gesellschaft ergehen, wenn es entweder Güter sind, die sozusagen verwendet werden von der Gesellschaft selber, das heißt, die gehen hin und verkaufen diesen PKW, dann ist der verlorene Kauferlös das Risiko der Gesellschaft. Wenn Geschäfte vor Eintragung durchgeführt werden, was nicht der Fall sein sollte, ist das sozusagen noch zu tragen. Der übliche Verschleiß oder hier externe Schäden oder bei marktbezogenen Gütern der Wertverlust auf dem Markt geht nicht zum Nachteil des Gesellschafters. Wenn Sie also einbringen, Goldbarren zum Beispiel, haben Sie natürlich einen täglichen Kurs für Goldbarren, der wird irgendwann fallen, irgendwann steigen. Wenn der Kurs fällt, geht das nicht zu Ihren Lasten. Es ist maßgeblich der Zeitpunkt der Gründungsprüfung. Wenn es da werthaltig war, sind Sie auf der sicheren Seite. Weil sonst die Gründungsprüfung auch relativ nutzlos wäre, wenn der sozusagen der Preis sich jeden Tag ändert. Ich habe noch eine kurze Frage zur Anschlussgrundlage. Und zwar, was ist mit § 56 Absatz 1 Satz 3? Steht ja, dass fehlende Einzahlung zu leisten. Ja, aber setzt voraus, dass die Einzahlung fehlt. Das ist hier nicht passiert. Abgesehen davon ist natürlich der 46 1.3 Voraussetzung dafür ist, dass hier eine Pflicht, die im Vertrag steht, nicht erfüllt worden ist. Das ist aber hier passiert. Er hat ja genau den PKW eingebracht, den er versprochen hat. Das heißt, über 46.1.3 kommen Sie nicht weiter. So, dann gucken wir weiter zu unserem dritten Fall. Staunen Sie, welche Zettel hier liegen. Die TAG hat 1 Million Inhaberaktien ausgegeben, Mehrheitsaktionär ist mit 85% beteiligt, M will seine Beteiligung sukzessive abschmelzen, hierzu will er seine Aktien über die Börse veräußern. Die Aktien von M sollen in den USA über die Börse vertrieben werden. Hierzu erstellt die TAG einen entsprechenden Börsenprospekt, um ihre Aktien an der New Yorker Börse zu listen. Dieser stellt sich nachträglich als fehlerhaft heraus, woraufhin eine Sammelklage in Millionenhöhe gegen die TAG erfolgt. Im Vergleichswert werden 95 Millionen Euro gezahlt. Hat die TAG
gegen M einen Anspruch auf Erstattung der Verteidigungskosten und des Vergleichsbetrages. Verteidigungskosten waren auch in dem Fall mehrere Millionen Euro. Anwälte verdienen halt auch eine Menge Geld. Also nochmal, wir haben die TAG, das ist eine Aktiengesellschaft, und wir haben M. M ist Mehrheitsaktionär der TAG und M will seine Aktien sukzessive abschmelzen, das heißt, er will immer wieder mal Aktien loswerden. Und er möchte jetzt seine Aktien in den USA auf den Markt bringen, weil die TAG sagt, den amerikanischen Markt wollen wir uns auch erschließen. Und dazu erstellt die TAG einen Börsenprospekt über sich und sagt, wir sind ein tolles Unternehmen, wir haben Compliance-Mechanismen, wir haben tolle Investments, wir sind überall weltweit aktiv, ganz tolles Unternehmen. Und es finden sich wie immer in diesen Prospekten Fehler. Und daraufhin wird die auf Schadensersatz verklagt in den USA, weil die den Prospekt verfasst hat, logischerweise. Und man ist wie in den USA immer sehr vergleichsfreudig und zahlt dann 95 Millionen Euro, um diese Klage abzuwenden. Und jetzt geht unsere TAG hin und sagt, naja, eigentlich war dieser Prospekt ja nur, damit du deine Aktien in den USA verkaufen kannst. Das haben wir für dich gemacht. Und deshalb möchten wir jetzt von dir diesen Betrag zurückhaben. Unser M sagt daraufhin, ich habe den Fehler ja nicht gemacht, ich habe den Prospekt nicht verfasst, das war doch die TAG. Damit bist du selber schuld und hast das so selber erstellt. Das heißt, wir brauchen eine Norm, die sagt, dass unser M verschuldensunabhängig gegenüber der TAG haftet. Was darf eine Aktiengesellschaft gegenüber ihren Aktionären nie machen? Was das Geld angeht. Sie darf es nicht zurückgewähren, sondern nur den festgestellten Jahresumschluss. Ja, nach 57.1 darf sie die Einlagen nicht zurückgewähren. Hat sie hier Einlagen an unseren M zurückgewährt? Hat sie ihm sein Geld zurückgezahlt? Nee, hat sie nicht gemacht. Was hat sie denn eigentlich getan? Inwiefern hat denn der M überhaupt irgendwas bekommen von der ganzen Geschichte? Was hat der M überhaupt damit zu tun, fragen wir uns. Warum kommt die überhaupt auf die Idee, sich an M zu halten? Man könnte überlegen, dass er der Antrieb war, dafür überhaupt ein Börsenprospekt rauszubringen, um eben in Amerika an der Börse notiert zu sein. Ja, er war der Antrieb, denn wessen Aktien wurden praktisch auf die Börse gebracht? Wo waren das neue Aktien, die die TAG gerade neu rausgegeben hat? Wer hat seine Aktien verkauft und dafür Geld bekommen letztendlich? Der M. M hat seine Aktien an der Börse verkauft, das heißt, M ist derjenige, der davon profitiert hat. Und jetzt die Frage, was hat die TAG damit zu tun? Die TAG hat die Aktien noch nicht gekauft. Was hat die TAG gemacht? Was wirft man der TAG hier vor? Ja, der Prospekt war fehlerhaft. Der Prospekt war fehlerhaft. Und wer hätte den Prospekt eigentlich machen müssen, wenn er seine Aktien verkauft? Wer trägt eigentlich das Risiko, dass er beim Verkauf von irgendwas lügt? Nicht nach, es ist keine kapitalmarktliche Frage, eine ganz pragmatische Frage, die sich stellt, wenn Sie Ihr Auto verkaufen und dabei dem Käufer einen vorlügen, wer haftet dann? Grundsätzlich immer der Verkäufer. Grundsätzlich der Verkäufer. Also was hat die Telekom hier eigentlich gemacht? Sie war seine Erfüllungsgehilfin bezüglich auf die Aufklärungspflichten. Und was hat sie vor allen Dingen praktisch gesagt in Bezug auf die Rechtsfolge? Wer ist im Außenverhältnis sozusagen derjenige, der die Verantwortung tragen muss? Im Außenverhältnis. Ja, normalerweise würde man sagen, dass derjenige, der den Kaufpreis kriegt, auch die Verantwortung tragen muss für die Fehlinformationen. Hier
hat aber die TAG den Prospekt erstellt und damit hat die TAG auch die Haftung übernommen. Das heißt, die TAG hat gesagt, für etwaige Fehlinformationen stehe ich gerade. Das heißt, wer hat davon profitiert, dass die TAG hier diesen Prospekt gemacht hat? Ja, normalerweise hätte M, wenn er die Aktien verkaufen wollte, auch das Haftungsrisiko tragen müssen, außer er hätte sie in Deutschland verkauft. Hierdurch hatte er die Chance, die in den USA zu verkaufen, musste aber nicht das Risiko tragen, was ein normaler Verkäufer tragen musste. Und damit hat die TAG das Veräußerungsrisiko der Aktien übernommen und dieses Veräußerungsrisiko ist wiederum die Rückgewähr der Einlage. Das heißt, es ist genauso, als hätte die Aktien selber von ihm erworben. Sie hat einfach gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass ein anderer die Aktien kauft und wenn irgendwas schief geht, haften wir für die Fehlinformationen. Und das ist genauso, als hätte die TAG gesagt, komm, wir kaufen die erstmal und dann verkaufen wir die für dich weiter, nach dem Motto so ein Durchgangsverkauf. Deshalb hat der BGH gesagt, in diesem Fall ist die Übernahme des Prospektrisikos eine Einlagenrückgewähr. Und damit haftet hier M, in dem Fall die KfW, für alle Verluste, die dadurch die Telekom getroffen hat. Weil eigentlich die Verluste nämlich die KfW als Mehrheitsaktionär tragen musste. Und deshalb wird jetzt hier gesagt, muss die genauso gestellt werden, als hätte diese Übernahme nicht erfolgt. Das heißt, das Prospektrisiko hätte bei M liegen müssen. Ja? Sie übersehen zwei Sachen. Das erste ist, zum einen hat er Aktien schon verkauft, er hat sozusagen schon vom Verkaufpreis sich sozusagen eine Villa kaufen können. Also hier die KfW hat sich keine Villa kaufen können, aber hat halt die neuen Bundesländer aufbauen können. Das heißt, der hat schon Geld durch den Verkauf der Aktien bekommen und dafür hat die AG sozusagen das Risiko übernommen und hat dann sozusagen den Preis, nämlich die Versicherung, bezahlen müssen dafür, dass die Käufer gegen ihn keine Gewährleistungsansprüche geltend machen können. Zum Zweiten ist es ja so, dass bei großen Aktiengesellschaften es eh immer nur um den Jahresüberschuss geht. Das heißt, im einen Jahr macht die Verlust, das ist aber relativ egal im Großen und Ganzen, weil im Folgejahr kann sie ja wieder einen Gewinn machen. Es ist ja nicht so, als ob eine periodenübergreifende Verrechnung erfolgen würde. Das heißt, der Wertverlust der AG an sich äußert sich nicht zwangsläufig auf einer niedrigeren Dividende oder auf einem praktischen Wertverlust im Veräußerungspreis, weil bei Aktien geht es immer um den Zukunftsgewinn, nicht um den dahinterstehenden Vermögensstamm. Sie kaufen keine Telekom-Aktien, weil sie sagen, die haben schöne Grundstücke, sondern sie kaufen Telekom-Aktien, weil sie sagen, das ist die Zukunft, Glasfaser für Deutschland, die werden Millionen Kunden akquirieren, das ist ein Zukunftsunternehmen, die sind überall dabei. Das heißt, sie kaufen nicht aufgrund des Status quo, sondern auf der Zukunftsperspektive. Und so ein Schadensersatzanspruch ist ein Peanuts, solange er nicht in die Insolvenz führt. Das lassen wir mal außer Acht. Normalerweise ist den Aktionären weitgehend egal, sondern die Verluste sich im Rahmen bewegen. Denn sonst würden Aktionäre bei Unternehmen ganz schnell abspringen, die über lange Zeiträume Verluste machen. Also viele Unternehmen, Apple zum Beispiel, hat jahrzehntelang Verluste gemacht. Und trotzdem haben die Aktionäre noch gehabt. Also die Leute bleiben schon dabei, wenn sie sagen, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann werden wir alle Millionäre. Ja, aber es ist auch bei anderen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Konzern, der keine Technologie hat. Sagen wir mal VW. Ist VW ein Technologiekonzern? Ist es momentan schlau, VW-Aktien zu haben? Ja, aber ist es sicher, dass VW Verluste machen wird in nächster Zeit? Ziemlich sicher. Mit Bußgeldern, Schadensersatz. Die freuen sich nicht darüber, aber es tut ihnen nicht so weh, wie sie sich das vorstellen.
Weil sie sagen, in 2 Jahren sind die wieder top dabei mit Elektroautos, die von alleine fahren. VW, die macht nichts kaputt. Weil sie daran glauben. Aktionären sind Leute, die an die Zukunft denken und nicht an die Vergangenheit. Also insofern, der Schadensanspruch ist hier nicht so schlimm. Und außerdem, wenn Sie den alleine tragen müssen, tut er Ihnen deutlich mehr weh, als wenn Sie ihn nur vermittelt tragen müssen. Denn wenn ich Ihnen jetzt 85 Millionen geben muss oder mir sage, ich kriege keine Dividende, dann sage ich, dann verzichte ich lieber auf die Dividende, als Ihnen 85 Millionen in die Hand zu drücken. Also das ist schon ein Unterschied. Dieser vermittelte Schaden tut den Leuten nicht wirklich weh. Genau, die Aussage ist, die TAG hat an ihn eine Leistung bewirkt. Die Leistung ist nämlich, was sie gesagt haben, wir übernehmen für dich das Haftungsrisiko. Wir erstellen den Prospekt und haften damit auch. Das ist die Leistung. Diese Leistung wäre nur dann unproblematisch, wenn eine gleichwertige Gegenleistung von M an die AG erfolgt wäre. M hat aber überhaupt keine Leistung an die AG erbracht. Damit ist das eine reine Ausschüttung gewesen. Und das Geld darf an ihn nur ausgeschüttet werden im Rahmen des Bilanzgewinns und dann auch nur im Rahmen der Dividende. Nicht einfach so nach dem Motto, du kriegst mal 1 Million von uns. Damit ist es ein Verstoß gegen die Einlagepflicht. Ja, also die hätten ihm kein Geld ausschütten dürfen. Klar die Logik dahinter? Sie haben ihm Geld gegeben ohne Gegenleistung. Das ist der Vorwurf. Sie haben im Grunde Geld geschenkt. Zwar nicht in bar, aber dadurch, was sie gesagt haben, wir geben unseren guten Namen dafür her und riskieren, dass wir in die Haftung genommen werden. Und das hätten sie nicht tun dürfen. Und deshalb ist diese gewährte Rückerstattung wiederum rückabzuwickeln nach 62. Und es besteht ein Anspruch aus § 62 auf Erstattung der Verteidigungskosten und des Vergleichsbetrages, und zwar verschuldensunabhängig. Das wäre schön, aber der M ist ja sozusagen derjenige, der sozusagen das einfach hat laufen lassen. Die TAG hat selber nie Aktien auf den Markt gebracht, die hat sozusagen nur seine Aktien beworben. Wenn ich jemanden losschicke als Makler für meine Wohnung zum Beispiel und sage, verkauf die mal, und der fängt an, die Leute zu belügen, habe ich auch Pech gehabt, obwohl der Makler es vielleicht ohne meinen Auftrag gemacht hat. Das heißt, der Kaufvertrag wird trotzdem rückabgewickelt, das nützt mir nichts zu sagen, ja, der Makler hat einfach ohne meine Kenntnis was gesagt. Und hier ist das Problem halt, der Vorwurf ist, der hätte das entweder selber machen müssen oder er hätte der Telekom sagen müssen, ich zahle euch was dafür, dass er das macht. Hat er nicht getan, damit ist er der Böse, weil er hat Geld als Aktionär zurückgekriegt in dieser Eigenschaft ohne Rechtsgrund. Deutlicher wird das in unserem Fall 4. Die TAG hat 100% der Geschäftsanteile der X GmbH. Die Geschäfte laufen schlecht, daraufhin geht die TAG hin und verkauft alle Anteile der X GmbH an den Hauptaktionär A. Allerdings kriegt der Hauptaktionär A einen Preisnachlass von 50%, das heißt die GmbH-Geschäftsanteile werden um 50% rabattiert. Damit kriegt die AG erstmal wieder Geld, aber auch dieses Geld reicht nicht. Der Insolvenzverwalter bemerkt, dass die Transaktion für den halben Preis nur erfolgte. Und jetzt möchte gerne unsere TAG, der Insolvenz war das nämlich dumm, nicht etwa irgendwie eine Geldzahlung, sondern sie möchte die Rückübertragung der Anteile an der X GmbH. Und Anspruchsgrundlage könnte hier sein, 812 Absatz 1 Satz 1, erste Variante, was voraussetzt, dass etwas erlangt wurde durch Leistung, ohne Rechtsgrund. Einverstanden? Etwas erlangt. Was hat unser A erlangt? Ja, Eigentum an der X GmbH. Ja, er ist Inhaber aller Geschäftsanteile der X GmbH geworden. Das heißt, er ist Inhaber von Geschäftsanteilen geworden. Das ist etwas im Sinne von 812.
Dann durch Leistung. Leistung ist bewusst und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Hiermit wollte sie gezielt ihm was zukommen lassen. Erfüllung eines Kaufvertrages 433.1. Also durch Leistung plus. Und dann müsste das Ganze ohne Rechtsgrund erfolgt sein. Rechtsgrund könnte hier sein, der Kaufvertrag nach 433.1. Aber was könnte mit diesem Kaufvertrag sein? BGB AT. Genau, er könnte nach 134 BGB nichtig sein, soweit er gegen ein Verbotsgesetz verstößt. Was könnte hier das Verbotsgesetz sein? Möglicherweise könnte es ein Verstoß sein gegen 57 Absatz 1 Satz 1. Das setzt voraus, dass in dieser Übertragung der Geschäftsanteile eine Einlagenrückgewähr vorlag. Hat man ihm hier durch die Übertragung der GmbH-Geschäftsanteile seine Einlage zurückgewährt? Wieso? Da hat er einen Kaufpreis dafür bezahlt. Ist doch gut. Was ist das Problem? Sie sagten ja schon, es waren ja nur 50% des Wertes der GmbH. Ja, es waren nur 50% des Wertes der GmbH. Das heißt, er hat nicht den gleichwertigen Preis bekommen, sondern er hat zu wenig bezahlt. Wenn er zu wenig bezahlt hat, dann könnte man sagen, in Bezug auf den Restbetrag, die anderen 50%, hat die AG ihm die GmbH-Geschäftsanteile geschenkt. Ja? Also für 50% bezahlt, für 50% geschenkt. Frage, ist das eine Einlagenrückgewähr? Was meinen Sie? Hat sie ihm hier Vermögen der AG zugewiesen, was sozusagen nicht hätte zugewiesen werden dürfen? Wir müssen für 57 einen Vergleich vornehmen, Vermögenslage vorher, Vermögenslage hinterher. Wenn er exakt den Wert bezahlt hätte, wäre das gleich geblieben. Hier hat er aber weniger gezahlt, das heißt am Ende der Transaktion hatte die AG weniger Geld in der Kasse als vorher. Damit ist es eine Einlagenrückgewähr und das ist ein Problem. Frage, ist 57.1.1 ein Verbotsgesetz im Sinne von 134 BGB? Wir haben letzte Woche gesehen, bei dem Erwerb eigener Aktien haben wir eine eigene Regelung, die sagt, die Verträge sind nicht unwirksam, aber das Ganze ist dann rückabzuwickeln. Wie ist das bei 57.1.1? Ist das ein Verbotsgesetz im Sinne von 134 BGB? Verbotsgesetz? Was ist ein Verbotsgesetz? Woran erkennen wir das? Am Wortlaut und am Telos der Vorschrift. Ja, am Wortlaut und am Telos der Vorschrift. Verbietet 57.1.1 einen Abschluss eines bestimmten Rechtsgeschäfts wegen seines Inhalts oder der Art des Zustandekommens? Was sagen Sie dazu? Gucken Sie in die Norm rein. Ist es ein Verbotsgesetz? Ja oder nein? Ja oder nein, 50-50 Chance, was meinen Sie? Ja. Gut, aber wann greift 134 nicht ein, obwohl eine Norm ein bestimmtes Verhalten untersagt? Was kann auch noch passieren? Genau. Wenn es eine spezielle Regelung gibt, die die Rechtsfolgen unabhängig von 134 regelt. Und welche Norm regelt die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen 57.1.1? 62.
Was sagt der 62 uns? Ist die Rechtsfolge, wenn man gegen 57 verstößt? Ist dann der Vertrag nichtig? Die Leistungen müssen zurückgewährt werden. Was steht da genau drin? Was muss zurückgewährt werden? Ja, der Aktionär muss die empfangene Leistung zurückgewähren. Was hat das für eine Auswirkung in Bezug auf 134 BGB? Ist der Vertrag nichtig, der Kaufvertrag über die Geschäftsanteile? Wir haben ja gerade gesagt, dass 62 Aktiengesetz die speziellere Vorschrift ist zu 134 und aus dem Umkehrschluss zu 62 Aktiengesetz folgt ja, dass der Vertrag eben wirksam bleibt. Ja. Nur die empfangenen Leistungen zurückzuwerten. Ja, der Vertrag bleibt wirksam, das heißt, die Anteile sind wirksam gekauft. Aber 62 regelt die Rechtsfolge Lex Specialis und sagt, die gezogenen Vorteile sind zurückzugewähren, obwohl der Vertrag wirksam ist. Müssen wir dann überhaupt 812 anwenden? Weil die Fallfrage fragt danach. Bitte? Die Fallfrage fragt danach. Okay. Also, ja, gut, dann gibt es keinen Anspruch über 812. Ja. Der Anspruch aus 812, was ist nämlich das Problem mit dem Anspruch aus 812 dann, wenn wir festgestellt haben, dass 134 BGB nicht eingreift? Genau, der Kaufvertrag ist wirksam, es gibt einen Rechtsgrund für die Inhaberschaft der Aktien und damit gibt es der Geschäftsanteile und damit gibt es auch keinen Anspruch aus 812 BGB, der wird gesperrt. Der Kaufvertrag über die Geschäftsanteile bleibt wirksam. Die einzige Rechtsfolge ist der 62, der ein sui generis Rückgewähranspruch ist. Ja, kein 812. Das Bereicherungsrecht ist gesperrt, weil der Vertrag wirksam bleibt. Gut, Fall 5. Die AAG gewährt dem Z, der kein Aktionär ist, ein Darlehen von 100.000 Euro, damit dieser Aktien der AAG erwirbt. Der raffinierte Z weiß jedoch, dass eine solche Financial Assistance gegebenenfalls problematisch sein kann. Daher gibt er seinerseits das Geld an seine Frau F weiter, welche die Aktien im eigenen Namen erwirbt. Praktisch erhält allerdings Z weiterhin die Dividende und übt das Stimmrecht aus. Ach, ist der schlau. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft schlecht, die AAG fällt in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter entdeckt die Auszahlung des Darlehens und fordert dieses von Z zurück. Der Z wendet ein, das Darlehen sei vereinbarungsgemäß erst 2025 fällig. Der Insolvenzverwalter meint hingegen, es läge ein Verstoß gegen 71a Aktiengesetz vor. Der Z wiederum hält dem entgegen, dass dann der Darlehensvertrag nach 134 nichtig sei. Einer Rückgewähr nach 812 könnte er aber 818 Absatz 3 entgegensetzen, da die Aktie, die er dafür bekommen hätte, wertlos sein und damit das Darlehen für ihn praktisch nicht mehr wert ist, denn die Aktien, die als Gegensatz über das Darlehen erworben sind, sind jetzt 0 Euro wert. Kann der Insolvenzverwalter sofortige Rückzahlung des Darlehens verlangen? Anspruchsgrundlage könnte hier sein, was? 488 BGB setzt voraus einen wirksamen Darlehensvertrag. Frage, haben wir einen wirksamen Darlehensvertrag? Man könnte zuerst sagen, ja, wenn er nicht nach 71a Aktiengesetz nicht im Bus. Ja, man könnte zuerst sagen, ja, wenn er nicht nichtig ist. Ist 71a Aktiengesetz hier eine Norm, die zur Nichtigkeit des Darlehensvertrages führt? Schauen Sie sich den konkreten Sachverhalt an. Ist es in diesem Fall so, dass 71a hier zur Nichtigkeit des Darlehensvertrages führt?
zwischen der AAG und Z. In der Tat, das ist ein Fall hier von 71D, der nämlich das Ganze auch erstreckt auf Fälle des Erwerbs durch Dritte, aber findet 71D hier unmittelbare Anwendung? Welchen Satz brauchen Sie da? Lesen die Norm komplett bis zum Ende und lesen Sie dann von hinten nach vorne am besten, sonst dauert das zu lange. Welcher Satz ist hier erforderlich? Satz 4. Satz 4, der sagt nämlich, dass diese Erweiterung auch für Dritte gilt, das heißt, diese Ausrede nützt ihm hier nichts. Damit ganz klar Nichtigkeit nach 71a Absatz 1 Satz 1, damit kein Anspruch aus 488 auf Rückgewähr des Darlehens, weil es gibt gar keinen wirksamen Darlehensvertrag. Einverstanden alle bisher? Gut, ist der Fall damit erledigt, kann er also das Geld behalten und sagen, cool, gut gelaufen. Ja, 812, 11, erste Variante. Setzt was voraus, etwas erlangt, ja, er hat Darlehen bekommen, durch Leistung, ja, die Gesellschaft wollte aber den Darlehensvertrag erfüllen, ohne Rechtsgrund, Darlehensvertrag war nichtig, Rechtsfolge, das Darlehen muss zu Hause gegeben werden. Aber was hat er mit dem Geld gemacht? Ja, er hat Aktien erworben, die nicht mehr wert sind, damit greift 818.3 und er kann sagen, ja, tut mir leid, ich bin entreichert, damit gibt es das Geld gar nicht mehr zurück. Gut, dass du mir auf die Nichtigkeit hingewiesen hast, lieber Insolvenzverwalter, das ist ja sogar noch besser, sonst hätte ich natürlich 2005 nicht zurückzahlen müssen, jetzt bin ich ganz raus. Vielen Dank für den Hinweis, 71a finde ich super, die Norm ist toll. Einverstanden? Gutes Ergebnis? Das ist doch die richtige Konsequenz, oder? Sagen Sie hier Kenntnis oder sowas? Nein, der war gutgläubig. Der hat gesagt, hier mit der Nummer meiner Frau, da bin ich raus gewesen. 818.4, 819.1, greift nicht ein. Ich war total gutgläubig. Ich habe extra diesen raffinierten Trick gemacht, damit das Problem gar nicht jetzt auftritt. Und Sie wissen, dafür brauchen Sie Kenntnis für 819.1, 818.4. Das nützt ihm also nichts. Also mit der Ausrede kann er durchaus sich retten vor dem bei der schärfsten Haftung, das heißt im Ausschuss 18.3. Ja, ein echter BGH-Fall und nun können Sie sich mit diesem Ergebnis zufrieden geben, die Nichtigkeit, die hier dem hinterhältigen Z nützt. Also im Grunde würde genau das Risiko realisiert, was der 71a verhindern soll, nämlich dass die Gesellschaft sozusagen den Doppelschaden trägt. Wenn die eigenen Aktien wertlos werden, kriegen sie noch nicht mal deren Wert wieder rückerstattet. Das heißt, für die Gesellschaft wäre es doppelt fatal. Die Gläubiger würden gar nichts mehr kriegen. Die Mitaktionäre würden in die Pfanne gehauen. Das kann vom Ergebnis her nicht sein.
Gut, nachdem wir dieses Wertungsargument haben, ist nur die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Und was macht der BGH? Ich sage nicht 242, das ist nämlich nicht. Was macht der BGH im Aktienrecht immer, wenn man was zurückgewährt haben will, was immer passt, wie wir in unseren bisherigen Fällen immer gesehen haben? Welcher Paragraph gibt uns einen verschuldensunabhängigen und nicht durch Entreicherung beschränkten Rückgewähranspruch? 62. Was setzt 62 voraus? Ja, jetzt haben wir hier eine unwirksame Gewähr von Leistungen. Was sagen Sie dazu? Nein, der BGH sagt, es findet sowohl auf eine wirksame wie auch auf eine unwirksame Gewähr von Leistungen Anwendung, weil er sagt, ja, dass hier zufällig auch der 71a ein Verbot ausspricht, das ist ja nicht so gemeint, dass dann der Gesetzgeber es ausschließen wollte. Das sehen wir hier in dem Fall. Deshalb findet er selbstverständlich auch da Anwendung. Wir müssen allerdings die Voraussetzungen des 57.1.1 prüfen. Und beim 57.1.1, der 62 ist immer den 57.1.1 voraus, haben wir welches Problem, wenn Sie Voraussetzungen da durchgehen? Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, die hier ein erhebliches Problem ist. Die nur bedingt. Es geht nur einen Schritt vorher. Wem darf man die Einlagen nicht zurückgewähren? Und was ist das Problem? In welchem Zeitpunkt hat er hier Geld bekommen? Da war er noch kein Aktionär. Also stellt sich die Frage, kann ich dem Aktionär das Geld schon zurückgewähren, bevor er überhaupt Aktionär ist und dadurch quasi unter 57 fallen? Fangen wir mal mit der Frage an, Einlagenrückgewähr, die Kollegin problematisch fand. Hätten Sie hier ein Problem mit der Einlagenrückgewähr, wenn er schon Aktionär gewesen wäre und die Gesellschaft ihm darlehensweise das Geld wieder zurückgewährt hätte, was er als Einlage erbracht hätte. An dem Motto, er zahlt an die Gesellschaft 1 Million für die Aktien und die geben ihm das Geld als Darlehen wieder zurück. Hätten Sie dann ein Problem mit 57.1? Kann man das machen? So, dann würde ich sagen, 57 einschlägig. Ja, dann fällt 57.1.1 einschlägig. Einzige Ausnahme wäre jetzt mit dem vollwertigen Rückgewähranspruch, was dann in 57.1.3 kommt, aber dafür haben wir hier keine Hinweise, hat auch keiner geprüft, insofern, dann hätten wir kein Problem. Unser eigentliches Problem ist, kann es etwas ändern, wenn ich sozusagen umgekehrt mache? Ich zahle ihm erst das Geld aus und dann erwirbt er erst die Anteile. Ändert das etwas an der Anwendbarkeit des 57, wenn ich sozusagen sage, nicht erst kaufen, dann Geld zurück, sondern erst Geld geben und dann kaufen. Macht das einen Unterschied? Was sagen Sie dazu? Wenn Sie BGH wären, was würden Sie dazu sagen? Also wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, aber dafür gibt es doch eigentlich gerade den 71a, den bräuchten wir dann überhaupt nicht mehr. Ja, warum will der BGH auf den 62 hinaus? Ja, weil er eben 18.3 nicht bleibt. Aber wenn man das dann weiterdenkt, bräuchte man nur den 71a nie wieder. Dann würde man doch mal 57. Ja, natürlich könnte man das machen. Das könnte man so machen, das ist in der Tat so. Der BGH hat gesagt, die meisten Fälle des 71a, wir wissen nicht, ob es alle sind, es kann sein, dass es noch irgendeine Lücke gibt, würden auch gleichzeitig ein Fall von 57 sein. Nicht zwingend, aber die meisten Fälle würden in der Tat auch problemlos unter 57 subsumieren gehen, weil es sozusagen die vorweggenommene Rückgewähr ist. Ich gewähre erst zurück und dann kaufe ich Aktien, das macht keinen Unterschied. Und deshalb kommt der BGH zum 62 und sagt, hier ist ja schön, dass im Bereicherungsrecht solche Ausnahmen existieren, aber wir prüfen ja hier Aktienrecht und da greift immer der 62. Was Ihnen diese Fälle insgesamt vermitteln sollen, nur falls Sie den didaktischen Sinn noch nicht erkannt haben, welche Norm ist für den BGH die wichtigste Norm für Ansprüche gegen die Aktionäre? 62. Das heißt, wenn in der Klausur irgendwas kommt mit Ansprüchen gegen den Aktionär, liegt welcher Anspruch immer sehr nahe? 62. Und beim 62 müssen Sie immer den 57 prüfen. Und beim 57 haben Sie gesehen, Einlagenrückgewähr kann alles Mögliche sein. Einlagenrückgewähr kann sein der Verkauf von Vermögen für zu wenig Geld. Einlagenrückgewähr kann aber auch sein die Übernahme eines Risikos für den Aktionär, indem ich ihn quasi versichere, indem ich selber sage, wenn Schäden entstehen, hafte ich dafür. Und das tue ich bei der Übernahme des Prospektrisikos. Das kann auch sein, wie hier, die darlehensweise Zurückgewähr eines Darlehens, die bereits vor der Aktionärstellung erfolgt.
Der BGH legt in 57 also extrem weit aus und sagt, immer dann, wenn der Aktionär was kriegt und keine gleichwertige Gegenleistung erbringt, haftet er nach 62. Klar das System? Schwierig, schwierig. Und dann haben wir noch diesen tollen Fall, der jetzt die perfekte Überleitung gibt zum Rest der Veranstaltung. Jetzt staunen Sie aber, es ist didaktisch durchdacht. Die AAG hat im Rahmen einer Neuemission Aktien an Mitarbeiter ausgegeben. So weit, so gut. Die Mitarbeiter hatten den Kaufpreis überwiegend über Kredite finanziert. 2 Jahre nach dem Aktienerwerb drohten die Banken damit, diese Kredite zu kündigen. Da unter anderem auch wiederum die Aktien als Sicherheit gegeben waren, hätten die Arbeitnehmer so ihre Beteiligung und gegebenenfalls sogar ihre wirtschaftliche Existenz verloren. Die wären sozusagen obdachlos und bettelarm geworden. Daraufhin entschied der Vorstand, den Banken Aktien einer 100% Tochtergesellschaft und Kontoguthaben als Sicherheit für die Darlehen der Mitarbeiter zu verpfänden. In der Folge verlief die Entwicklung weiter schlecht, sodass die Bank auf die Sicherheiten der AG zugriff. In der Folge fiel dann auch die AG in Insolvenz, also es gab sozusagen so einen Lawineneffekt. Der Insolvenzverwalter verlangt nun vom Vorstand Rückzahlung derjenigen Beträge, welche die Bank als Sicherheit verwertet hatte. Der Insolvenzverwalter ist schlau, insoweit als er sich nicht an die Aktionäre wendet, also nicht nach 62. Warum geht er nicht an die Mitarbeiter, die quasi davon profitiert haben? Könnte er auch machen, aber warum tut er das nicht? Ja, die haben eh kein Geld, die konnten ja offenbar der Bank das nicht zurückzahlen. Wenn sie das Darlehen schon nicht zurückzahlen können, können sie der AG auch die Sicherheit nicht zurückgewähren. Das heißt, bei den Aktionären ist nichts zu holen, deshalb wenden sie sich an den Vorstand. Und damit sind wir bei § 93 und dort in § 93 Absatz 3. Schauen Sie da mal rein. § 93, was setzt er voraus? Welche Nummer? Hier relativ offensichtlich. Nummer 1. Das heißt, die Nummer 1 könnte hier vorliegen. Die setzt wiederum einen Verstoß gegen 57.1.1. Aktiengesetz voraus. Haben wir hier einen Verstoß gegen 57.1.1 Aktiengesetz? Hat die AG ihren Aktionären die Einlage zurückgewährt? In der Tat, die Gewährung von Sicherheiten ist auch wieder ein Vermögensabfluss der AG. Die AG hatte vorher mehr Geld in der Kasse als zu dem Zeitpunkt, bevor sie die Aktien verpfändet hat. Insofern hat die AG Vermögen aufgegeben zugunsten ihrer Aktionäre und hat dafür keine gleichwertige Gegenleistung gekriegt. Gut, so weit, so gut. Aber möglicherweise ist das Ganze privilegiert. Nämlich, warum könnte das privilegiert sein? Wie kommt man auf diese Idee, dass das hier privilegiert sein könnte? Arbeitnehmerschutz, das klingt schon ganz gut. Wenn Sie mal an den Erwerb eigener Aktien denken, wann darf eine AG eigene Aktien erwerben? Ja, die AG dürfte also eigene Aktien erwerben, um Arbeitnehmeraktien auszugeben. Und warum könnte man auf die Idee kommen, dass diese Ausnahme hier relevant ist? Vielleicht könnte man sagen, wenn Sie sie erwerben darf, um sich dann folgenden auszugeben, dann kann genauso auch die Arbeitnehmer die erwerben lassen und das besichern, das wirtschaftlich
Genau. Das ist im Grunde das, was 71a regelt. 71a sagt, ich darf Darlehen und Sicherheiten nicht geben, außer es liegt einer der Sonderfälle des 71 vor. Der 71a ist sozusagen durch den 71 wieder beschränkt. Frage, ist das hier ein Fall, der darunter fällt? Ist die AG hier hingegangen und hat im Grunde einen Erwerb von Aktien der AG durch die Arbeitnehmer erleichtert? Also 71a Absatz 1 Satz 2, wenn Sie es genau wissen wollen. Ist das ein Fall von 71a Absatz 1 Satz 2? Da steht auch so die Arbeitnehmer drin, wie Sie sehen. Das war doch mit den, im Rahmen der laufenden Geschäfte von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten. Das war doch die Variante. Wir haben jetzt hier die andere Variante. Lesen Sie den Satz mal weiter. Sowie für die Gewährung eines Vorschusses, einer Darlehens, für die Leistung einer Sicherheit zum Zweck des Erwerbs von Aktien durch Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die zweite Variante, nicht die erste. Also die erste Variante ist die für Kreditinstitut, die zweite Variante ist die für die Arbeitnehmer. Aber wo ist der Unterschied zu dem Fall von letzter Woche? Es ist nicht der gleiche Fall. Wo ist der Unterschied? Also im 71a steht ja zum Zweck des Erwerbs und hier haben die Arbeitnehmer es ja bereits erworben. Ja, hier haben die Arbeitnehmer die Aktien bereits erworben. Es soll sozusagen nur der Erhalt der Aktien gesichert werden. Frage, ist der Erhalt der Aktien auch ein Fall von 71a Absatz 1 Satz 2? Also 71a Absatz 1 Satz 2 sagt zum Zwecke des Erwerbs. Frage, ist ein Darlehen zum Zwecke des Erhalts der Aktien auch erfasst? Ja. Was meinen Sie? Weit oder eng auszulegen? Chance, weit oder eng, was meinen Sie? Das ist halt die Frage. Wie verhält sich 71a Absatz 1 Satz 2 zu 71a Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise hier zu 57.1.1? Was ist die Regel, was ist die Ausnahme? Was wird eng ausgelegt, was wird weit ausgelegt? Das heißt, es ist die Regel, Satz 2 ist die Ausnahme, Regeln werden weit angewendet und Ausnahmen eng. Ja, also was heißt es für unseren Fall? In unserem Fall heißt es, dass das nicht unter Satz 2 fällt. Ja, in der Tat, Satz 2 ist als Ausnahme eng auszulegen, das heißt ein Darlehen, was oder eine Sicherheit, die nur zum Erhalt der Aktien gegeben wird, die sonst verloren geht, fällt nicht unter 71a Absatz 1 Satz 2, weil ansonsten natürlich auch wieder die Umgehung zu leicht eröffnet würde und damit das nicht im Interesse der Gesellschaft liegt. Einverstanden? Damit haben wir welche Folge im Aufruf auf unseren 57.1.1, den wir gerade prüfen? Ja, damit stellt die Gewährung der Sicherheit die Rückgewähr der Einlage dar. Und damit haben wir nach 93.3 Nummer 1 eine Rückgewähr der Einlagen, die wiederum die Haftung des Vorstands zur Folge hat. Und damit haftet der Vorstand für die dadurch entstandenen Schäden. Schwierig? Hm? Nicht? Gut, dann haben wir das erledigt. Wir haben letzte Woche gesprochen über Corporate Governance. Sie erinnern sich an Corporate Governance. Corporate Governance betraf unsere gute Unternehmensführung.
Wir haben gesehen, dass es da einen Zielkonflikt gibt. Wir haben auch gesehen, dass Deutschland bei weitem nicht in der Führung liegt, was aber daran liegt, dass andere Staaten eben eine ganz andere Einteilung vorsehen, weil die nämlich sagen, die Aktionäre sind das Hauptkontrollorgan, während wir hier ausdrücklich dem Aufsichtsrat die Kontrolle zuweisen. Und wir haben gesehen, dass es diesen sogenannten Corporate Governance Codex gibt. Der deutsche Corporate Governance Codex wird im Aktiengesetz an einer einzigen Stelle erwähnt, nämlich in 161 Aktiengesetz. 161 Aktiengesetz, jetzt muss ich mal gerade gucken, warum habe ich den hier nicht? 161 Aktiengesetz sagt nämlich, eben hatten wir nochmal, 161 Aktiengesetz, da ist er. 161 Aktiengesetz sagt, dass der Vorstand einer AG jedes Jahr eine Stellungnahme abgeben muss, wie er sich zu den Empfehlungen der Regierungskommission Corporate Governance verhält. Das bedeutet, er muss sagen, wie hat er sich im letzten Geschäftsjahr dazu verhalten und was sind seine Pläne in der Zukunft. Das Ganze hat so ein bisschen meditative Bedeutung. Sie sollen sich Gedanken darüber machen, warum machen Sie das anders als die Empfehlung, und dann sollen Sie auch erklären, warum Sie die Empfehlung für Unsinn halten und meinen es besser zu wissen. Wenn das Ganze vom Markt akzeptiert wird, dann ist Ihr Aktienkurs weiter hoch. Wenn der Markt dagegen sagt, das ist eine Unverschämtheit und die haben keine Ahnung, das Unternehmen ist total unüberwacht, dann geht der Aktienkurs runter und Sie werden dafür bestraft. Das ganze System nennt sich Comply or Explain. Das heißt, wer befolgt, kann sich kurz fassen und sagen, ich halte mich an alle denkbaren Empfehlungen und bin ein total lieber Mensch. Wer abweicht, muss sagen, Empfehlung sowieso habe ich nicht eingehalten, weil, Empfehlung sowieso habe ich nicht eingehalten, weil und Empfehlung sowieso habe ich nicht eingehalten, weil. Das ist das tolle System hinter diesem Corporate Governance Codex. Der Corporate Governance Codex fällt nicht vom Himmel, sondern der wird von Menschen gemacht, und zwar von diesen Leuten. Das ist die gegenwärtige Besetzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance. Wenn Sie gucken, ist die Zahl der Wissenschaftler, der Professoren hier doch recht überschaubar. Wir haben nämlich Herrn Baums, und wenn Sie weiter gucken, stellen Sie fest, das war's dann auch. Aber wen Sie vielleicht kennen können, der hier in Bonn ab und zu mal auftaucht, ist Herr Krämer. Da sehen Sie, der ist nämlich Rechtsvorstand bei der Deutschen Telekom und der lädt Sie immer im Sommersemester zur Hauptversammlung ein. Dann können Sie kostenlos da ein Würstchen essen und gucken, was da so vor sich geht. Herr Krämer, wie gesagt, ein Promi, wie Sie sehen. Herr Krämer hat aber ein einziges Problem, genauso wie all diese anderen. Diese Menschen machen den Corporate Governance Codex, sie sind inhaltlich unabhängig und sie sind weisungsfrei. Sie können also reinschreiben, was sie wollen. Wenn sie also sagen, wir sind der Ansicht, in jeder Aktiengesellschaft sollte mindestens ein Rollstuhlfahrer im Aufsichtsrat sitzen, können die das da reinschreiben. Das ist deren Macht. Und das Ganze ist deshalb problematisch für Sie alle als Kenner des öffentlichen Rechts, weil wir in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz die Regel haben, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und diese Menschen haben Sie nie gewählt. Diese Menschen agieren weisungsfrei und unabhängig, obwohl sie demokratisch nicht legitimiert sind. Sie kennen doch alle Verfassungsrecht, Wesentlichkeitstheorie. Alle wesentlichen Fragen muss der Gesetzgeber regeln. Der Gesetzgeber hat hier schlicht gar nichts geregelt. Er hat einfach gesagt, macht mal. Trotzdem gibt es diese Regierungskommission schon seit langer Zeit. Und die Frage ist, wie rechtfertigen wir das? Und die Antwort lautet ganz einfach, wir sagen, der Gesetzgeber ist zu langsam und im Zweifel auch nicht kompetent, sondern der Gesetzgeber ist einfach nur, wie soll man sagen, gelähmt durch seine eigenen Vorbehalte. Der Gesetzgeber hat daher nicht die Kompetenz, gesellschaftlich schnell zu regeln. Er braucht immer erstmal
Kommissionen, Beratungen, Ausschüsse, Anhörungen und so weiter. Der Gesetzgeber ist zudem durch politische Kompromisse geprägt. Da gibt es dann die Lobby der Arbeitnehmer, die Lobby der Umweltschützer, die Lobby, weiß ich nicht, von irgendjemandem. Der Gesetzgeber ist also manipulierbar. Und schließlich ist der Gesetzgeber auf das deutsche Rechtswesen ausgerichtet und nicht auf den weltweiten Kapitalmarkt. Die Idee hier ist, dass man einen Kodex hat, den auch ein Amerikaner, Russe, Chinese oder Engländer verstehen kann. Der Kodex soll sozusagen Deutschland fit für die Welt machen, ein Gesellschaftsrecht, was auch ein Ausländer verstehen kann, anders als das Aktienrecht. Deshalb hat man diese Leute eingesetzt. Rechtlich ist das Ganze aber deshalb interessant, weil der Kodex drei Arten von Regeln enthält. Zunächst mal kann er enthalten Anregungen. Anregungen erkennt man daran, dass sie im Konjunktiv formuliert sind. Sie sehen das da oben. Sollte, könnte, wäre schön, aber auch kann, um Indikativ anzunehmen. Das heißt, man kann das so machen. Ob es sinnvoll ist, wissen wir nicht. Diese Anregungen sind völlig unverbindlich und Sie müssen auch nicht sagen, warum Sie sich daran gehalten haben. Anregungen sind einfach nur so nice to have, müssen Sie aber nicht so sagen, ob Sie sich daran halten oder nicht. Die Stufe, die das Gesetz in 161 erwähnt, sind die Empfehlungen. Empfehlungen erkennen Sie an dem Wort soll. Immer dann steht, die AG soll einen Aufsichtsrat haben, in dem das komplette Meinungsspektrum der Bevölkerung wiedergegeben wird. Ist das eine Empfehlung? Und wenn Sie das anders sehen und sagen, bei uns sollen nur Männer über 60 sitzen, dann müssen Sie das rechtfertigen. Ja? Klare Aussage. Und dann gibt es noch die feststellenden Regelungen, nämlich ist. Der Vorstand ist verpflichtet, was weiß ich, Zustimmungsvorbehalte einzuhalten. Der Vorstand ist verpflichtet, Schäden zu übersetzen, die er anrichtet. Solche Ist-Regelungen wiederholen schlicht das Aktiengesetz und sind damit automatisch verbindlich. Auch dazu müssen Sie in Ihrer Stellungnahme 161 kein Wort schreiben. Der Grund, warum das da nochmal drinsteht, ist, dass man hier eben dem Ausländerinvestor sagen will, guck mal, wie gut es in der AG läuft. Hier, das sind die Qualitäten des deutschen Corporate Governance Systems. Die Ist-Regel steht direkt neben der Soll-Regelung und jeder denkt sich, ach, was für ein tolles System. Ja? Also drei Stufen, Ist, Soll und Kann. Kann ist sozusagen irrelevant, weil es unverbindlich ist. Ist ist verbindlich, weil es Gesetz ist. Und Soll ist sozusagen eine Empfehlung, wo die Abweichung begründet werden muss. Klar die Unterscheidung der drei Stufen? Das Ganze ist keine Rechtsnorm im Sinne von 2 EGBGB, das ist sogenannte Soft Law. Es ist auch kein Handelsbrauch, weil es nicht allgemein von den Kaufleuten akzeptiert ist, sondern von dieser Kommission aus dem Nichts geschaffen worden ist, so als das fänden wir gut, wenn das so wäre. Das Ganze wird rechtlich kontrolliert durch das Bundesjustizministerium, wenn wir also reinschreiben würden, was weiß ich, ein Vorstand darf keine Ausländer enthalten, dann würde das wohl nicht durchkommen, weil man sagt, das verstößt gegen Artikel 3 Grundgesetz. Aber sonst sind die Empfehlungen wirklich, alles was zweckmäßig ist, kann rein, alles was unzweckmäßig ist, nicht. Das Ganze wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht, damit hat es sozusagen auch das amtliche Siegel und es gibt eben die Begründungspflicht, wenn Sie abweichen. Der Kodex hat einen Riesenerfolg. Die letzte Untersuchung stammt von 2015, seitdem hat es keiner mehr angeguckt. Damals war die Befolgungsrate bei 83%. Seitdem hat das Geld nicht mehr gereicht, um jemanden zu beauftragen. Sie können es auch mal durchführen. Sie müssen nur einfach nach unternehmensregister.de gehen und gucken, wer die Erklärung abgeben hat, gesagt hat, er weicht ab. Die Befolgungsrate ist hoch. Das kann man positiv und negativ werten. Entweder sind die Empfehlungen so selbstverständlich, dass sie ohnehin jeder einhält und man gar nichts machen muss. Oder die Empfehlungen sind so angsteinflößend, dass jeder sagt, wir halten uns einfach dran aus lauter Panik. Angst hat nämlich unter anderem der BGH verbreitet, der gesagt hat, wenn der Vorstand lügt und sagt, er hat sich an die Vorgaben gehalten, dann kann ich den Entlastungsbeschluss anfechten. Ich kann also als Aktionär sagen, ein Vorstand, der lügt, kann sich nicht darauf berufen, dass er sich an alle guten Regeln der Kunst gehalten hat. Dann kann nochmal neu darüber beschlossen werden.
Zudem, ab und zu mal, wenn die Leute nicht freiwillig in Empfehlungen folgen, wird der Gesetzgeber aktiv. Und das ist immer dann der Fall, wenn ein Vorhaben nicht so ganz konsensfähig ist. Das war der Fall zunächst mal bei der Offenlegung der Vorstandsvergütung. Der Kodex sagt seit langem, die Vergütung der Vorstände ist offen zu legen, damit die Öffentlichkeit kritisch darauf gucken kann, ob die zu viel oder zu wenig Geld kriegen. Die Befolgungsrate dieser Empfehlung lag bei unter 50%. Daraufhin hat der Gesetzgeber gesagt, dann schreiben wir es halt ins HGB rein, dann muss es zwangsläufig gemacht werden. Damit war es dann auch mit der Ausweichmöglichkeit. Zweite Sache, Selbstbehalt in der D&O-Versicherung. Vorstände sind regelmäßig versichert, damit sie eben nicht unbegrenzt auf Schadensersatz haften. Auch hier stand im Kodex die Empfehlung drin, man sollte einen angemessenen Selbstbehalt vereinbaren. Hat sich keiner daran gehalten. Daraufhin hat der Gesetzgeber gesagt, dann schreiben wir es halt ins Aktiengesetz rein und seitdem haben wir das verbindlich. Und das letzte Highlight ist die Geschlechterquote im Aufsichtsrat. Das heißt, die Vorgabe, dass eine bestimmte Zahl von Mitgliedern männlich oder weiblich sein muss. Der Grund dafür ist, dass es Gesellschaften gibt, wo nur Männer im Aufsichtsrat saßen und da wollte man halt mal ein paar Frauen reinbringen. Auch das hat der Kodex empfohlen in 541, sogenanntes Diversity-Kriterium, hat sich auch nicht jeder daran gehalten. Darauf hat der Gesetzgeber gesagt, für Unternehmen, die börsennotiert und mitbestimmt sind, machen wir das verpflichtend. Das heißt, die haben keine Option und müssen das machen, weil es im Gesetz steht. Das heißt, diese Idee, ich kann mich rausreden mit einer guten Begründung, wenn der Markt es akzeptiert, ist okay. Das klappt gegenüber dem Markt, aber es verhindert nicht, dass der Gesetzgeber hingeht und seinerseits das Ganze einfach als zwingendes Recht macht und ich dann doch gefangen bin. Das heißt, wenn genug Leute sagen, das machen wir nicht, dann macht der Gesetzgeber das als Zwangsregel und das Ganze ist damit erledigt. Ein Modethema der letzten Jahre ist Corporate Social Responsibility, CSR. Ich habe Ihnen mal hier die maßgebliche Richtlinie zitiert und da steht, die Gesellschaft muss eine Stellungnahme abgeben, ob sie sich im Blick auf Folgekriterien gut verhalten hat, mindestens Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange. Ja? Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu soll jede Gesellschaft Stellung beziehen in ihrer jährlichen Compliance-Stellungnahme. Der deutsche Gesetzgeber hat das pflichtgerecht umgesetzt in 289c und hat es auch konkretisiert. Beispielsweise Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung, Nutzung von erneuerbaren Energien, Schutz der biologischen Vielfalt, Arbeitnehmerbelange, insbesondere Geschlechtergleichstellung, Arbeitsbedingungen, Umsetzung internationaler Übereinkommen, Achtung der Rechte, sozialer Dialog, Rechte der Gewerkschaften, Sozialbelange, insbesondere auf kommunaler und regionaler Ebene. Sie sehen also, man muss da alles geben, die Menschenrechte achten und natürlich die Korruption bekämpfen. Die Idee ist auch hier, genauso wie beim Kodex, dass wir sagen, in dem Moment, wo ich schreibe, wir sind Apple, bei uns produzieren arme Menschen in China unter Kinderarbeit unsere Handys, dass die Leute dann sagen, nee, ich kaufe kein Apple-Handy mehr, das sind alles Schweine. Ja, die Idee ist auch hier, eine Kontrolle über den Markt, indem man sagt, Unternehmen müssen ihre Praktiken offenlegen. Das heißt, wer die qualmenden Fabrikschlote hat, soll vom Markt bestraft werden. Ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist, werden wir sehen. Die meisten Leute halten das alles für Unsinn. Vor allen Dingen, weil das teilweise auch noch geprüft werden soll vom Abschlussprüfer. Das heißt, er muss dann prüfen, ob der Schlot wirklich qualmt und ob die Kinder wirklich arbeiten. Das geht dann vom PwC aus. Sie können sich praktisch vorstellen, das ist vom Handhabbaren doch etwas schwierig. Abgesehen davon, dass die Kriterien halt doch recht unbestimmt sind und sagen, habe ich Rücksicht auf die Vielfalt der Arten genommen in meinem Chemieunternehmen? Das weiß man halt nicht. Wenn ich Schädlingsbekämpfungsmittel herstelle, ist es vielleicht nicht ganz so unproblematisch. Also Sie sehen, schwierige Sache. Wir haben gesprochen heute über den Kodex. Der Kodex enthält bestimmte Regeln. Und wir haben gesprochen über die Corporate Social Responsibility. Das sind gesetzliche Kriterien. In beiden Fällen müssen Sie eine Stellungnahme abgeben. Wenn Sie es nicht tun, ist das böse, strafbar, können sanktioniert werden. Was in der Stellungnahme drinsteht, ist relativ schwierig hier bei Corporate Social Responsibility.
Idee in beiden Fällen aber Bestrafung durch den Markt. Nächste Woche machen wir dann insgesamt 7 Fälle zur Vorstandshaftung. Dann haben wir das Thema Vorstand erledigt und machen als nächstes das Thema Aufsichtsrat. Dazu machen wir auch wieder 7 Fälle und dann machen wir 7 Fälle zur Hauptversammlung, haben wir das Thema Hauptversammlung erledigt. Und dann haben wir 2018, weil das schon das Jahreswechsel ist, und dann haben wir insgesamt 36 Fälle und müssen nochmal 14 Fälle nächstes Jahr machen und haben dann alle Sachen, die man im Aktienrecht überhaupt jemals wissen muss, erarbeitet, sodass Sie dann in der Klausur 18 Punkte machen können und Ihnen nichts mehr passiert. Wir sehen uns also nächste Woche.